In der letzten Folge haben wir den Arenaleiter von Blütenburg City getroffen. Er ist auch gleichzeitig der Vater von dem Protagonisten. Bevor er gegen uns antritt, möchte er, dass wir erst einmal Erfahrungen als Trainer sammeln. So sind wir nun auf der Route 104 und sind auf dem Weg nach Metaros City. Alles klarchen. Route 104, Blütenburg City. Da waren wir schon in der letzten Folge. Was geht? Ich habe die Wingulls verscheucht. Schade. Vielleicht hätten wir Freunde werden können. Oh nein, ich bin kein Trainer. Ich dachte schon. Aber wenn sich die Blicke von zwei Trainern treffen, fliegen augenblicklich die Fetzen. Naja, ich hatte mich schon darauf vorbereitet. Deshalb solltest du den Blicken anderer Trainer besser ausweichen, wenn du nicht kämpfen willst. Ich glaube, sowas würde ich nur tun, wenn meine Pokémon kurz davor sind, ja, K.O. zu werden. Hin und wieder gibt es ja solche Momente, da will man erstmal das Pokémon Center besuchen. Okay, ich spiele jetzt mit diesem jungen Ticken. Und Tick! Jetzt bist du dran. Spuren im Sand zu hinterlassen ist total lustig. Findest du? Das sollte ich auch mal wieder tun. Und darauf etwas bewusster achten. Fridolin. Okay, Fridolin. Oh, nice. Er hat Samurzel am Start. Okay, wir haben ja auch Samurzel am Start. Aber ich habe über Samurzel nicht allzu viel gesprochen gehabt. Dieses Pokémon entwickelt sich auf dem 14. Level zu Blanas. Blanas wiederum kann sich durch einen Blattstein zu Tangolis weiterentwickeln. Dieses Pokémon hat dann später neben dem Typ Pflanze den Typ Unlicht. Das bedeutet, vor Käferattacken sollte man definitiv aufpassen. Ja, Samurzel kann die Fähigkeiten Chlorophyll und Frühwecker haben. Und ansonsten hat es die versteckte Fähigkeit Langfinger. Langfinger, genau. Ja, diese Fähigkeit kann ziemlich nützlich sein, wenn das Pokémon, welches diese Fähigkeit hat, kein Item bei sich hat, weil wenn ein gegnerisches Pokémon dieses Pokémon mit der versteckten Fähigkeit mit einer physischen Attacke angreift, dann kann das Pokémon mit der versteckten Fähigkeit das Item von dem anderen Pokémon einfach wegnehmen. Alles klar, was mache ich jetzt gegen Samurzel? Es ist auf dem 4. Level. Ich habe Prügler am Start, ansonsten habe ich Härtner drauf. Nee, ich glaube, ich gehe raus. Wie sieht's aus mit Tribini Mist? Ich habe schon wieder vergessen, ins Pokémon Center zu gehen. Haben wir eine Flugattacke am Start mit Schwalbini? Nee, haben wir nicht. Okay, ich würde vorschlagen, dass wir dann rübergehen zu Hydropi. Hydropi ist im Moment das stärkste Pokémon. Mit Hydropi können wir das Ding hier reißen, auch wenn wir den Typ-Nachteil haben. Härtner, okay, gut. Auf Tackle werde ich dann verzichten. Ich werde dieses Pokémon direkt mit Aquaknarre bekämpfen. Mal gucken, wie viel Damage machen wir. Na, immerhin. Damit kann ich leben. Also, durch einen Volltreffer sollte jetzt dieses Samurzel K.O. gehen. Aber sowas kann man ja selbst nicht machen. Entweder geschieht es oder nicht. Härtner. Warum setzt dieses Pokémon die ganze Zeit Härtner ein? Voll unnötig. Ich muss aber hier an der Stelle erwähnen, dass mich gerade die Kampfumgebung ziemlich flasht. Sieht doch voll cool aus. Im Hintergrund, ja, kann man Wasser sehen. Sind das Vulkane? Ja, stimmt, das sind Vulkane. Sehr schön, Samurzel erreicht das 7. Level. Schwalbini? Okay, was mache ich jetzt? Am liebsten würde ich zu Samurzel rübergehen, damit es Erfahrungspunkte bekommt. Oder Schwalbini. Aber dieses Schwalbini wiederum ist auf dem 6. Level und Schwalbini ist so ein Pokémon, welches man nicht unterschätzen sollte. Deswegen bin ich auch sowas von glücklich darüber, dass wir jetzt selbst ein Schwalbini im Team haben. Ein Volltreffer, nice. Ja, in der letzten Folge, am Ende des letzten Parts, haben wir hier auf der Route 104 Schwalbini gefangen. Ich habe schon fast vergessen gehabt, Schwalbini auf das Overlay raufzupacken, aber kurz vor der Aufnahme habe ich nochmal genauer hingeschaut. Meine Schuhe sind voller Sand. Das ist ziemlich unangenehm. 96 Pokédollar. Normalerweise hätten wir jetzt auch noch Zigzags im Team haben können, aber ich habe es nicht hingekriegt gehabt, Zigzags zu erwischen. Aber ich gehe davon aus, dass wir vielleicht Zigzags einfach mal so fangen werden wegen den VM-Attacken. Na, was geht? Hier könnten wir angeln oder surfen. Aber im Moment können wir beides nicht tun. Gut,
Hier gibt es auch nichts, so wie es aussieht. Vielleicht sind aber hier versteckte Items. Nur wir benötigen das Itemradar, dann können wir das besser erkennen. Oh, was ist hier los? Ich will mir mal das versteckte Pokémon anschauen. Normalflug? Ach, das müsste Schwalbini sein. Ne? Level 5. Oh, es hat die Attacke Schnabel. Nice. Diese Schwalbini hätte ich gerne erwischt. Okay. Das Meer, was? Ich würde zu gern wissen, wie es auf dem Meeresgrund aussieht. Da musst du die Attacke Taucher einsetzen. In dieser Hütte lebt Mr. Bragg. Er war einst ein stolzer Seemann, der jedem Unwetter trotzte und nie Angst vor dem Meer hatte. Ah, Mr. Bragg ist eigentlich ein guter Kumpel von uns. Also ab den zukünftigen Parts oder ab jetzt. Denn er ist derjenige, der uns von City zu City mit seinen Schiffen transportiert. Gee. Mr. Braggs Hütte. Haha, meine kleine Pecco ist heute mal wieder besonders gut gelaunt. Pecco, ja, das ist der Spitzname von seinem Wengel. Und das ist die Hütte. In dieser Hütte haust der Mr. Bragg. Hat er kein Badezimmer? Okay. Sieht aber ziemlich gemütlich aus hier. Gut. Im Moment können wir noch nichts Großartiges unternehmen hier. Daher machen wir weiter. Mal wieder zu kämpfen. Mein Pokémon ist völlig erschöpft. Hätte ich doch nur einen Trank mitgebracht. Stimmt, ich wollte doch gerade meinem Schwalbini einen Trank geben. Willst du ihm einen Trank geben? Wie jetzt? Ich habe im letzten Part so viele Leute angesprochen. Ich habe kaum etwas bekommen oder gar nichts oder doch, aber dann vielleicht nur ein Item oder so. Na gut, dann bin ich diesmal derjenige, der etwas vergibt. Was, ist das etwa für mich? Ist da etwa für mich? Vielen Dank, das ist total nett von dir. Ja, geht klar. Kanscha überreicht dem Jungen einen Trank. Wieso nicht? Danke nochmal, mein Pokémon ist wieder topfit, das war total nett von dir. Habe ich gerne gemacht. Willst du nicht kämpfen? Ja, erstmal benutzt er seinen Trank dann. Soll er kämpfen und dann braucht er wieder einen Trank oder wie? Was ist das für eine Logik? Ich frage mich gerade, ob ich weiterhin Samurzel lieben lassen sollte oder ob ich Schwalbini lieben lassen sollte. Ah, also Hydropi und Schwalbini, das sind Pokémon, auf die ich so gut wie möglich gut Acht geben möchte. Ich glaube, ich trainiere erstmal Samurzel. Oh, nice. Der Sinnelbeerenbaum trägt zwei Sinnelbeeren. Nice, erstmal gleich ernten. Der Lehmboden ist wieder weich. Ich habe mir vorgenommen, in diesem Let's Play etwas sozialer unterwegs zu sein. Daher werde ich mich ebenfalls hier um die Beeren kümmern. Ich werde sie einfach einpflanzen. Drei Sinnelbeeren und eine Persifbeere. Ah, oh, eine Sinnelbeere. Ich meine, ich habe Omega Rubin schon mal gespielt und Alpha Sophie habe ich auch schon mal durchgespielt. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich das Spiel spiele. Und ich glaube, in den anderen beiden Spielen hatte ich das nicht getan gehabt. Aber ich hatte mir auf jeden Fall vorgenommen gehabt, dass wenn ich noch einmal diese Spiele zocke, dass ich mich um die Beeren kümmere und auch um die Geheimbasen. Aber um die Geheimbasen, ja, über diese werden wir dann in den zukünftigen Parts sprechen, sobald wir uns ja ein Geheimbasis anschauen. Der Persifbeerenbaum trägt zwei Persifbeeren. Nice. Ja, mit den Persifbeeren. Oh, ich finde das so cool, dass das so shiny-mäßig glänzt. Das hatte ich schon mal in irgendeiner Folge kurz erwähnt gehabt. Das sieht richtig cool aus. Nice. Nachdem ich immer wieder derselben Pokémon-Art begegnet bin, ist die Suchfunktion meines Pokédex-Navis präziser geworden und ich habe öfter seltenere Pokémon getroffen. Ah, okay. Ich habe jetzt gerade überhaupt nicht mehr daran gedacht, mir das Pokédex-Navi einmal anzuschauen. Oh, nice, ein Kampf. Ich bin reich und da mir gerade langweilig ist, bereite ich dir eine Freude und kämpfe mit dir. Hä? Das ist aber ganz schön eingebildet und selbstverliebt und arrogant. Und das ist deine Reaktion, oder wie? Tja, mir doch egal. Also war das, was ich gerade gesagt habe, nicht verkehrt. All die Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, passen zu dir, Schnösel René. Zigzags. Der hat aber wirklich Langeweile. Will der mich trollen, oder wie? Oh, es ist auf dem 8. Level. Gut, dann nehme ich zurück, was ich gesagt habe. Samurzel, dich nehme ich auch raus. Rüber zu Hydropi. Okay, Hydropi ist schon auf dem 11. Level. Mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte es noch braucht.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Hydrope in diesem Part schon weiterentwickeln wird. Im nächsten Part könnte das vielleicht auch ganz knapp werden. Ich denke ab dem übernächsten Part. Rutenschlag. Der Verteidigungswert sinkt. Das ist nicht gut. Was soll das? Oh, das ist wirklich nicht gut. Aber gut, dass wir auf dem 11. Level sind. Nice. Da ist das Six-Axe Town. 96 Erfahrungspunkte. Ui, Level 8. Sehr, sehr schön. Warum konnte ich nicht gewinnen? 960 Pokédollar hat er uns gegeben. Haben wir nicht bis jetzt immer 96 Pokédollar und so bekommen? Mit Geld kann man vieles kaufen, aber ein Sieg gehört nur ganz selten dazu. Ich verstehe diese Logik nicht. Kann man hier ein Item finden? Achso, ich dachte, da ist so eine Fläche, auf der man stehen kann. Aber nein, da kommt ein wildes Pokémon und ein Faunpill. Ah, es hat den Typ Käfer. Ich glaube, ich haue ab mit Faunpill. Ich meine mit Samusel, wobei. Ich will mir mal kurz den Damage anschauen. Oh, das dauert viel zu lange. Ein Volltreffer, okay. Viermal getroffen. Ich glaube, ich ziehe das hier doch durch. Ich meine, Samurzel bekommt so Erfahrungspunkte. Oh, die Initiative ist stark gesunken. Daher sollte Wompel uns jetzt outspeeden. Wieder Farbenschuss. Dachtest du etwa, dass ich hier mein Pokémon rausnehmen werde? Da hast du wohl falsch gedacht, Wompel. So, komm, 5 Treffer. Noch ein Treffer. Noch einer, komm schon. Jawohl, super. Die Erfahrungspunkte, die hast du dir auf jeden Fall verdient. Viermal getroffen. 24 Erfahrungspunkte. Okay, weiter geht's. Ist das etwa ein Wald? Boah, das sieht doch mal richtig schön aus hier, ne? Blütenburgwald. Nice, Leute. Hammermäßig. Tipps für Trainer. Jedes Pokémon, das am Kampf teilnimmt, erhält Erfahrungspunkte, auch wenn es so kurz dabei ist. Setze daher immer eins deiner schwachen Pokémon an die Spitze der Liste. Wechselst du es sofort nach Kampfbeginn aus, nimmt es keinen Schaden und erhält trotzdem Erfahrungspunkte. Ja, was denkst du, was ich die ganze Zeit mache, Schild? Ich unterhalte mich original mit dem Schild. Ah, ich finde das so cool, dass hier die Sonnenstrahlen einmal durchkommen. Hammer. Man kann auch sehen, dass das hier windig ist. Also den Wind sieht man zwar nicht, aber das, was durch den Wind passiert. Das Gras bewegt sich. Okay, was ist das hier für ein Pokémon? Oh, auf dem 15. Level? Wartet mal. Es ist auf dem 15. Level. Ich weiß nicht, ob ich mir das antun soll. Boah. Ich weiß nicht. Das könnte echt gefährlich werden. Aber es ist auf dem 15. Level. Und da war auch ein Ausrufezeichen. Ich weiß nicht warum, aber ich lege mich mal kurz mit diesem Pokémon an. Habe ich jetzt Hydrope lieben lassen? Wenn ja, dann ist das super. Ein Bommels. Leider kein Shiny-Pokémon. Okay, Hydrope ist am Leben. Es ist ein weibliches Pokémon. Gut. So Leute, man kann hier die Pokémon Six-Sax, Wompel, Charlocko, Panekon, Knilz, Spalbini und Bommels fangen. Mit dem Dex-Navi kann man die Pokémon Waumball, Paras und Paragoni finden. Am häufigsten kann man Waumball finden und am seltensten kann man Paragoni finden. Massenbegegnungen gibt es hier auch. Dabei handelt es sich um die Pokémon Wompel, Six-Sax und Knilz. Alles klärchen. Was machen wir jetzt? Also attackieren werden wir dieses Pokémon definitiv. Soll ich Heule einsetzen, um den Angriffswert zu senken? Ich glaube, das wäre nicht so verkehrt. Tagedieb. Ah, okay, gut. Achso, nee, ich habe die Attacke mit einer Attacke verwechselt, wodurch das Pokémon selbst auf einmal einschläft. Ich setze mal Heule ein, um den Angriffswert erstmal zu senken. Ach ja, stimmt. Schnarchnase. So, diese Fähigkeit, die sollte ich auch auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ich bin gerade am überlegen, ob ich direkt einen Pokéball benutzen sollte. Tagedieb ist sehr gut. Ich finde das voll cool, dass dieses Pokémon Tagedieb drauf hat. Eine coole Recovery-Attacke.
Oh, ich dachte schon, dass ich auf Flock gedrückt habe. Also Bommels, ich weiß nicht, wie ich dich gerade bekämpfen soll. Du bist auf dem 15. Level. Und jedes Mal, wenn du Tagedieb einsetzt, ja, war das Attackieren von meiner Seite aus umsonst. Deswegen setze ich direkt Pokebälle ein. Cool, ey. Letarkink, ich glaube, Letarkink habe ich bis jetzt in den Wi-Fi-Battles erstmal überhaupt nicht benutzt. Nur auch selber so im Privaten, als ich die Story gespielt habe. Das Pokémon habe ich bis jetzt echt nicht benutzt. Ich hoffe, dass ich das in diesem Let's Play machen kann. Ich habe nur mal 5 Pokebälle. Ah, es ist so stur, ey. Naja, ich meine, es ist auf dem 15. Level. Jawohl, es hat hingehauen. Oh, ist das cool. Oh, das finde ich sowas von Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Gesichte? Nee, Gesichte brauchen wir nicht. Boah, ich freue mich gerade so sehr über dieses Pokémon. Es ist auf dem 15. Level. Was hat es eigentlich für Attacken? Finte, Tagedieb? Bummels, Faulenz, 20 Stunden pro Tag. Da es sich sehr wenig bewegt, braucht es auch nicht viel Nahrung. Seine Tagesration besteht lediglich aus 3 Blättern. Was, nur aus 3 Blättern? Krass. Heftig. Das ist interessant. Ich finde allgemein die Geschichten zu den Pokémon interessant. Ich sollte mich mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen. Neulich hat mal jemand zu mir gesagt gehabt, wie wäre es, wenn du mal einfach so anstatt Let's Plays machst oder neben den Let's Plays einen Kanal hast, wo du Geschichten zu den Pokémon erzählst. Weiß ich nicht. Ach Mist. Jetzt habe ich vergessen, mich um Metropi zu kümmern. Ein Schwalbini. Auf dem wievielten Level? Auf dem 5. Ja, nice. Metropi, ich glaube, wir müssen hier nicht kämpfen. So, was machen wir? Wir schauen uns erstmal diesen Wald an. Ich würde mir diesen Wald auch sehr gerne komplett anschauen. Braucht Hydropi jetzt zwingend einen Trank? Nicht unbedingt, oder? Wir schauen uns mal kurz Bummels an. Was hat es für ein Wesen? Was hat es für Attacken? Body Slam, Zugabe, Tagedieb und Finte. So wie es aussieht, hat es ein neutrales Wesen. Sanft, okay. Prügelt sich gern. Schnarchnase, greift nur alle 2 Runden an. Haben wir ja gerade gesehen. Ich finde das cool, dass wir dieses Pokémon haben. Hoffentlich kann ich es zu Letarkink weiterentwickeln. Jetzt haben wir zwar zwei Pokémon vom Typ Normal im Team, aber was soll's. Mit Zigzags haben wir dann 3 Pokémon mit dem Typ Normal. Ach ja, Samurzel wollte ich liegen lassen. Genau. Ich glaube, Schwalbini werde ich dem übernächsten Part im Privaten trainieren oder im nächsten Part. Genau, im nächsten Part werde ich es einfach hier trainieren. Was? Ach so, okay, so erreicht man diese Stelle. Ich habe mich auch gefragt gehabt, wie wir dieses Item bekommen. Pokéball? Hä, was ist denn das für ein Pokémon? Ist das Wingull? Nein, das wollte ich nicht. Ach, schade. Das wollte ich nicht. Ich wollte mich da nochmal umsehen und mit dieser Person sprechen. Dann machen wir das mal jetzt. Oh, ich hoffe, da kommt jetzt kein wildes Pokémon. Haben wir mit ihm schon gesprochen? Manchmal liegen auf dem Boden Dinge rum, die einem auf Anhieb gar nicht auffallen. Deshalb schaue ich mir immer ganz genau an, wo ich hintrete. Oh, ich finde das voll cool, dass man hier gleich zu Beginn sich in einem Wald aufhält. Das ist irgendwie so ein nostalgisches Gefühl für mich wegen der ersten Generation. Wer versucht, das Pokémon eines anderen zu stehlen, ist ein gemeiner Dieb. Wirf deine Pokébälle nur auf wilde Pokémon. Ja, das mache ich doch. Hey, was sind denn das bitteschön für Anschuldigungen? Wartet mal, haben wir hier gerade einen Pokéball gefunden? Wenn ja, dann passt das zu dem, was sie gesagt hat. Okay, die rechte Seite haben wir uns hier angeschaut. Ist hier vielleicht etwas in der Mitte? Nee. Gut. Ah, von hier aus kommen wir gar nicht weiter. Ey Junge, warum machst du das? Nein, warum laufe ich da ins hohe Gras? Ah ja, hier haben wir schon ein Pokémon gefangen. Und so wie es aussieht, ist da ein
Käfertrainer. Erstmal nehme ich das Item. Paraheiler. Kann man immer gut gebrauchen. Warum nicht? Schwalbini kann man auf dem Pokédex-Navi sehen. Und Bummels. Hä? Achso, ich dachte schon. Ich habe eine Menge Pokémon gefangen. Bühne frei, hier kommen meine Käfer-Pokémon. Ich will die ganze Zeit in Richtung zu dem Jungen gehen. Aber irgendwie habe ich mich die ganze Zeit vertippt. Deadwin oder Deadwin? Er beginnt mit Baumpill. Ich denke, ab dem nächsten Part oder ab dem übernächsten Part, wenn wir wieder Trainerkämpfe wahrnehmen werden, werden wir neue Pokémon sehen. Es ist auf dem 5. Level. Ne, ich gehe rüber zu Hydropi. Wobei, ich könnte auch zu Bummels gehen. Ne? Warum nicht? Ich meine, das bringt ja auch eine nette Abwechslung mit sich. Wenn ich jetzt immer nur Hydropi einsetze, ist es irgendwann OP. Initiative sinkt stark. Okay. Direkt Body Slam. Oh, stimmt. Ich hab das total vergessen, mal auf den Levelunterschied zu achten. Das reicht total aus. Ja, was habe ich denn erwartet? 60 Erfahrungspunkte. Nice. Samurzel erreicht das 9. Level. Und es erlernt Wachstum. Ja, warum nicht? Dadurch können gewisse Werte geboostet werden. Wie dein Baumpill auf dem 5. Level. Ach ja, Schnarchnase wirkt jetzt. Wir können nicht attackieren. Deswegen müssen wir erstmal warten. Aber da Baumpill sich auf dem 5. Level befindet, ist das nicht so schlimm. Und, hui hui hui, Baumpill. Die Attacken von Bummels sind zu crazy. Baumpill? Der hat ja original dreimal Baumpill am Start. Warum? Schnarchnase sollte jetzt wieder wirken. Ja. Yep. Gibt es jetzt einen Volltreffer? Nee, kein Volltreffer. Jetzt können wir aber wieder angreifen. Direkt Body Slam, eine Step-Attacke. An eine Paralyse müssen wir nicht denken, da wir Wampel auch so kehren können. Ich habe all diese Pokémon, aber trotzdem konnte ich nicht gewinnen. Es kommt nicht auf die Menge an, es kommt auf die Qualität an. Und wenn du mehr von der Qualität hast, von der guten Qualität, dann kann die Menge auch gut sein. So, hier können wir nicht rüber. Oh, wir haben schon knappe 23 Minuten erreicht. Ich würde vorschlagen, dass wir mal hier einen Cut machen. Da ist auch ein Wissenschaftler. Will er kämpfen oder? Naja, das werden wir dann im nächsten Part hoffentlich herausfinden. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn was ist, schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut und tschüssi, Leute.